Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Zockerhöhle mit unserem neuen Projekt. Sauber, das Update von Homefront wird durchgeführt. Ja, wie gesagt, bei unserem neuen Projekt Homefront The Revolution. Im ersten Part haben wir gesehen, wie uns der Anführer des Widerstandes, Herr Walker, glaube ich, hieß er, ja, befreit hat und wir jetzt gerade beim Widerstand angelangt sind. Ich habe nochmal den Dialog-Sound höher gestellt und dann starten wir jetzt einfach mal gleich durch und setzen nahtlos an. Oh, Mäuschen. Hallo da unten. Ich bin Dana. Und du bist Mr. Spion. Du und ich, wir spielen zusammen. Du sagst mir, was die Norks über uns wissen. Und ich werde dir wehtun, während du redest. Leider wird mir das Spiel mehr Spaß machen als dir, mein Freund. Die Frage ist, wird es schnell gehen? Oder dauert es immer? Richtig lang. Du darfst so laut schreien, wie du willst, okay? Du sollst nicht schweigend leiden. Okay. Nippel zuerst. Hey, Dana, hab gehört, wir haben Besuch. Wer ist er? Oh, nur noch ein Spion. Wollte ihn gerade befragen. Ist er denn auch ein Spion? Das haben Baker und Skozari gesagt. Die zwei? Dana, die sind dumm wie Brot. Hat er was bei sich? Wie sieht's aus, Kumpel? Hast was dabei? Was ist das? Ethan Brady? Ich wusste es. Walker sagte, er würde diesen Typen herbringen. Wieso wusste ich nichts davon? Ja, leider bist du ja nie da, wenn man dich braucht. Oh. Du kamst erst neulich zu Harveys Team, richtig? Sorry, was passiert ist, aber du hast überlebt. Wir könnten dich gebrauchen. Ich bin übrigens Jack Parrish. Das ist Doc Sam Burnett und, Dana Moore kennst du ja. Sei ja nicht böse. Glück gehabt, Bürschchen. Alles klar, Kleiner. Sieht aus wie ein Kopftrauma. Gehirnerschütterung. Ich habe hier Pillen für dich. Hey, Doc, er braucht keine Drogen. Er muss sich konzentrieren. Kopfverletzungen sind unberechenbar. Du fühlst dich verwirrt, Kleiner? Abwesend? Es geht ihm gut, Doc. Er kann klar denken, oder, Brady? Er hat wohl viel durchgemacht. Da braucht er nicht noch mehr Probleme. Machst du ihm einen neuen Ausweis und lässt ihn gehen? Das ist nicht so einfach, Doc. Du hast es gesehen, die Norks suchen ihn. Außerdem brauchen wir Leute, die bereit sind, Risikos einzugehen. Und er hat schon zu viel gesehen? Ja. Also was sagst du, Brady? Du bleibst wohl bei uns, ne? Ja, bin dabei. Ganz voll. Und wahrscheinlich wirst du sterben. Wow, solche Reden. Und wir haben den Krieg trotzdem noch nicht gewonnen. Ja, darum brauchen wir Walker. Worte sind nicht meine Spezialität. Also irgendwelche Einwände gegen Brady? Ja, ich... Nein? Gut. Wenn keiner auf mich hören will, gehe ich zurück an die Arbeit. Viel Glück, Kleiner. Bis bald, Doc. In Ordnung. Sobald wir wissen, wo Sie Walker festhalten, überlegen wir uns, wie wir ihn da rausholen. Alles hängt von ihm ab. Aber eins nach dem anderen. Zuerst trainieren wir dich und zeigen dir, wie die Dinge hier so laufen. Ich muss mich um den Senderempfänger kümmern. Bis dann. Komm mit. Naja, es ist gut, dass du genau jetzt gekommen bist. Ja, willkommen beim Widerstand. Sehr gut. Oder muss ich denn jetzt hier da lang? Wir brauchen mehr Leute wie dich. Leute, die beim Aufstand mitwirken wollen. Und um genau das dreht es sich jetzt. Wir müssen die Leute anheizen, dann werden wir bald alles überrollen. Wenn wir die ganze Stadt auf unserer Seite haben, haben die Norks keine Chance mehr. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen. Wenn der Dialog immer noch zu leise ist, ich höre mir das natürlich nachher nochmal offline ganz kurz an im Video. Ja, und sonst gehe ich wirklich hoch auf 100% wieder. Nur ich dachte nicht, dass es zu laut wird. Komm schon her. Eins nach dem anderen. Wir besorgen dir mal etwas amerikanischen Stahl. Das ist Sidney Cook, er ist für das Waffenlager zuständig. Wer ist das? Das ist Ethan Brady, er hat Walker geholfen. Walker wurde verhaftet. Ja, aber das war nicht Bradys Schuld.
Mach dir keine Sorgen um Cookie, er ist grundsätzlich schlecht gelaunt. Doch er ist ein Genie in Sachen Waffenimprovisation, also bleibt er vorerst mal bei uns. Nicht wahr, Cookie? Du hast immer was Neues am Köcheln, ne? Irgendwann wirst du diesen Witz erzählen und ich werde dich erschießen. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Okay? Brady braucht eine Waffe. Was kannst du ihm geben? Du kannst... das haben. Und wenn du ein bisschen Talent hast, können wir über ein Upgrade reden. Du denkst bestimmt, eine Pistole allein richtet nicht viel aus. Mit Cookies Spezialumwandlungskits hast du plötzlich eine MP. Hm. Eigentlich würde ich aber meine Pistole behalten. Oh, eine Armbrust. Na los, Brady, schnapp dir ein Werkzeug. Ja, ist ja gut, schreib mich doch nicht an. Gut, nimm halt eine MP. Versuch jetzt, deine Pistole umzuwandeln. Ja. Ja! Kann ich das so wieder zurück machen? Oh, läuft! Gut. Ne, nehmen wir erstmal die MP. Da haben wir noch nichts. Da noch nichts, gut. Bis dann mal, Sid. Parrish, wir warten immer noch auf die Infos von diesem Sendeempfänger. Ich weiß, mach dir keine Sorgen, nur mach das schon. Sag Teil zu Brady hier, er ist der neue Rekrut. Der Widerstand besteht aus mehr als nur den Truppen an der Front. Das falsch. Sind die Menschen. Kann ich die Waffe irgendwie wegstecken? Beispiel an Doc Burnett. Das wird uns aber nicht den Sieg bringen. Wir müssen unsere Stärken durch die Erweiterung unserer Einsätze in der roten Zone ausbauen. Wir werden weiterhin überfallen und ausrauben. Das schwächt die Nords und stärkt uns. Und irgendwann werden wir das Blatt wenden. Und in der gelben Zone kämpfen wir um die Herzen der Menschen, die dort gefangen gehalten werden. Wir geben ihnen den Glauben, siegen zu können. Wenn Walker das Zeichen gibt, werden sie sich erheben und uns folgen. Wir bekommen aber nur einen Versuch. Wir müssen bereit sein. Okay, du sollst zur roten Zone gehen. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Dort draußen ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann, okay? Du willst ja nicht unvorbereitet rausgehen. Nimm lieber ein paar Molotovs mit. Hey Lorna, gib den neuen einen. Ja, mit hier. Am besten lernst du selbst, welche zu machen. Nimm ein paar Zutaten und probier's aus. Okay, und jetzt füge alles zusammen. So. Versuch einen zu machen. Ach komm, bauen wir da hier. Gut gemacht. Alles, was okay, geht. Jetzt bist du startklar. Molotovs eignen sich perfekt gegen Soldaten. An Drohnen oder Fahrzeugen richten sie allerdings gar nichts an. Also sei vorsichtig. Elmtree ist hier unten. Gut. Ja, ich werde hier ein bisschen weniger reden. Einfach natürlich, um die, damit ihr die Dialoge mitbekommt und die Unterhaltung. Deswegen halte ich mich da so ein bisschen gerade zurück. Aber ich finde einfach so, von der Grafik her macht es wirklich viel weg. Also es ist schon beeindruckend. Macht auf jeden Fall bis jetzt... Ah, was heißt Laune? Es ist interessant. Natürlich wird es gleich erst interessant, denke ich mal, wenn es in die ersten Kämpfe oder so geht. Wenn wir mit den Überfall planen und so. Ich hoffe, dass ich den mitplanen darf. Irgendeinen Hinterhalt legen oder so, das wäre natürlich richtig nice. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dana, Parrish hier. Ich schicke dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sauber. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Was ist unser Equipment? Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Die Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Aufsätze. Stehen? Kleidung. Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie angreifen. Großartikel. Gesundheitskit. 3 von 5? Ja, doch, das müsste eigentlich reichen. Wo steht denn nicht genügend Ressourcen? Ich sehe leider noch nicht, wie viele Sterne ich habe, um die halt abzugraden. Na gut, gehen wir erstmal weiter.
jetzt wird wieder gespeichert. So, laufen wir hier hoch. Ja, sauber. Hat heute schon jemand mit Burnett gesprochen? Wenn ihn jemand sieht, sagt ihm bitte, er soll zu Jack. Brady, hier drüben. Okay, Parrish möchte dich ausbilden. Und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Also wirst du von den Besten lernen. Stell nur nichts Dummes an. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Komm schon, Kumpel, hier entlang. Ach ja, versuch nicht zu sterben. Mit wem soll ich denn? Habt ihr was? Mit wem soll ich denn jetzt mit? Okay, ja. Dana, in der Elmtree Avenue, direkt vor uns, sind Fässerfallen aufgebaut. Du kommst mit mir mit? Okay, dicht dranbleiben. Pass hier beim... Sollte wieder da rausgehen. Was war das denn hier gerade nochmal? Ja, ich muss mich hier. Oh Himmel. Unbefugtes Personal wird als mögliche Terrorbedrohung eingestuft. Brady, mach dich bereit. Noch nicht. Warte. Jetzt. Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Vorsicht! Wir haben keinen Kontakt! Seekers! Schön, dass ich irgendwie hier niemanden groß sehe. Ist das ein Gegner? Sieht irgendwie nicht so aus. Verschwindet von hier! Los! Kommt schon, Rückzug! Wir können das nicht mehr gewinnen! Oh, dann das laufen ist wir nicht machbar, wir müssen weg! Lauf! Ja, laufen wir einfach mal hier weg. Brady, wir müssen gehen! Das Luftschiff wird die ganze KVA auf uns setzen! Habt ihr schon nichts platt gemacht, oder nicht? Aufteilen! Isaacs Team zum Sender! Isaac hier! Feuerteam, wir sind auf dem Präsentierteller! Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt wer durch. Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Wir versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Ja, $500. Oh. Das stört mich ja so ein bisschen gerade, dass beim Speichern immer das Spiel pausiert oder hängt. Oh, sauber, Motorrad fahren. So, wie geht das? Gas geben, bremsen. Oh Gott. Wie lange muss ich denn? Jo. Oh Himmel. Ganz geschickte Idee. Fahr ich ihn einfach mal um. Ich und. In der Hexcow-Garage wurden früher viele unserer Fahrzeuge. Oh Gott, wir sind noch mega weit weg. Seid ihr schon beim Sender? Gut, dann fahren wir mal um hier noch. Einer von uns wird es schaffen. Keine Sorge. Okay, ich verlasse mich drauf. Oh Himmel. Wie steige ich denn hier ab? Auf Viereck. Ah, gut. Ich kletter mir jetzt mal hier hoch. Kann ich hier irgendwie. Wie nehme ich denn. Nee, das ist ganz falsch. Wie nehme ich denn hier so ein. Ah, nach unten. Gut. In diesem Lagerhaus befindet sich ein KVA-Sendeempfänger.
Wenn wir Zugriff darauf hätten, bekämen wir womöglich Informationen über den nahegelegenen Stützpunkt und andere KVA-Operationen in der Zone. Lass mal gucken, ob hier alles safe ist. Ja, doch, sieht safe aus. So. Ach ja, jetzt geht das ja wieder los. Ja, easy. Easy, easy. Ja. Schade, dass ich den Angriff. Brady, hier spricht Moore. Du konntest den Senderempfänger besorgen. Ich bin beeindruckt. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Sauber. Und speichern. So, wir gucken nochmal hier ganz kurz in die Waffenkathedrale rein. Das kann ich immer noch nicht aufbessern. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ah, hol ich mir noch ein Sturmgewehr, das wäre natürlich mal richtig nice, ne? Ein Kampfgewehr. Die große Entfernung ist auch ganz geil, aber ich glaube, ich nehme erstmal noch ein Sturmgewehr hinzu. Oder nee, ich mache es ganz anders. Ich kaufe mir erstmal. Alles klar. Ich glaube, die werden wichtig werden hier. Chemikalien brauche ich gerade nicht. Gucken wir nochmal bei Ausrüstung. Waffen. Nee, Equipment war das im Besitz. Kann ich nicht eben gerade irgendwie. Ja, in zwei Bauern, genau. Vielleicht Kleidung irgendwas schon verbessern. Holen wir uns Knieschoner? Schreibt das mal in die Kommentare, ob wir uns hier schon alles kaufen sollen, was geht. Oder ob wir noch ein bisschen warten sollen. Und ein bisschen Geld sammeln sollen erstmal. Gut. Kann ich hier noch irgendwas dran machen? Nee. Aber das kann ich ja noch plündern. Andy, hier spricht Firly Alpha. Wo seid ihr? Naja, wir beschaffen den Ärmschi-Vorräte. So. Ja, wir sind jetzt so bei knapp 22, 23 Minuten. Ich denke mal, ich beende den Part hier. Wir haben den ersten kleinen Eindruck gesehen, wie so ein Kampf abläuft. Wirklich mit Hinterhalt und also ein Schnickschnack mit Fallen bauen. Finde ich sehr, sehr geil. Macht auf jeden Fall Lust auf viel, viel mehr. Ich bedanke mich beim Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ihr Anmerkungen habt, Fragen, Tipps, Tricks, schreibt es nieder in den Kommentaren. Lasst auch gerne einen Daumen oder ein Abo da, je nachdem, wie ihr Lust habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Part sage ich einfach nur noch ciao, ciao.